Von einer durchgreifenden Wetterberuhigung ist weit und breit nichts in Sicht. Stattdessen stolpern wir von einer Unwetterlage sozusagen in die nächste. Wir haben es am Donnerstag mit einem Ausläufer von einem Tiefdruckgebiet über der Nordsee zu tun. Da werden uns zahlreiche Gewitter tangieren, die auch mal heftig sein können, vor allem in der Südhälfte und nach Osten hin. Ein wenig stabiler ist das Ganze nach Nordwesten, aber auch hier erwarten uns einige Schauer. Trocken und recht freundlich bleibt es eigentlich nur direkt entlang der Küste. Dazu haben wir sommerliche Tageshöchstwerte verbreitet von 25 im Osten zum Teil 29 bis 30 Grad und bereits am Freitag nähert sich uns vom Westen her hier Unwettertief Frieda. Da wird es dann also richtig ruppig im Laufe des Tages vom Südwesten her mit ausgedehnten Gewitterkomplexen, die auch mal länger andauernden gewitterigen Starkregen bringen können. Und diese Gewitter breiten sich im Tagesverlauf in Richtung Nordosten aus. Ein bisschen unsicher ist es noch, ob es im äußersten Norden trocken bleibt. Das amerikanische Modell sieht es so. Nach dem europäischen Modell wird es aber am Freitag bereits auch im Norden gewittrig. Unwettergefahr obendrein mit heftigen Gewittern. Das ganze Programm ist wieder möglich. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen sind da mal dabei. Bei schwülwarmen Temperaturen in der Spitze nach Osten hin noch einmal bis zu 29 Grad. Am Samstag dann erreicht uns Frieda vom Westen her und somit ziehen die Gewitter in den Nordosten weiter. Bis zum Sonntag kann sich das Wetter unter zunehmendem Hochdruckeinfluss beruhigen, zumindest vorübergehend. Also am Samstag zunächst noch Unwettergefahr im Nordosten, sonst auch ein paar Schauer und Gewitter, aber das Wetter beruhigt sich. Am Sonntag dann beständiger im Süden, durchweg sonnig, nach Westen und Norden hin weiterhin ein paar Schauer. Aber dann kommt sie schon auf uns zu, die nächste Unwetterlage kommende Woche. Am Montag noch oft sonnig, im Westen erste Gewitter und diese ziehen dann in der Nacht zu Dienstag nach Nordosten durch und tangieren dann vor allem am Dienstag noch den Nordosten.